Willkommen zu einem neuen Video von MH Dracula 3. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um meine, Monsterhai-Sammlung. Ein relativ unnötiges Video. Ich fange da mal an. Ich kann halt jetzt nicht zwischen den Zähnen stoppen, deswegen schwenke ich jetzt mal so rum. Also, das hier ist die Draculaura Strand. Das ist jetzt so mein Liebling. Sie hat halt solche Ankerohrringe, wenn man die jetzt sieht. Die Kamera muss erstmal wieder scharf werden. So, jetzt Ankerohrringe und dann habe ich noch die Draculaura Märchen. Da ist sie ja schon ein bisschen. Bei mir ist sie halt Snowbite, aber das ist der englisch-amerikanische Name für sie. Oh, da ist es auch wieder scharf geworden. Hier ist halt sein Ohrring. Hier sind zur Tasche und so Dings. Klammer. Einmal dann noch Gigi Grant. Sie ist halt 13 Wünsche. Venus McFly Trap Basic. Das ist auch ihr Original-Shirt und ihre Original-Weste. Ja, sie hat halt hier so ganz viele Piercings und auf der einen Seite ein Ohrring. Ja. Spectra, Thundergeist, Entschuldigung, Fototag. Ich finde ihre Ohrringe voll cool. Frankie Stein, Strand, Black and White, Frankie Stein, Rollschuh oder auch Skater, Rebecca, Steam, Basic. Sie hat halt hier so einen Teil auf und das finde ich voll cool, so dieses Armband und die Drüsenantriebsschuhe. Ja, Entschuldigung, immer mit Finger davor. Skeletor, Colorverse, Scarus. Sie finde ich generell voll cool und ihr kennt das ja von einem selbstgestrickten Video. Rachel Goyle Basic. Ja, sie ist jetzt nicht so meine Lieblingspuppe. Howlin Wolf 13 Wünsche. Sie ist so mein absoluter Liebling von den Kleinen. Es gibt ja nur irgendwie Zweiler. Aber von den Howlins fand ich halt die 13 Wünsche mit der Basic am coolsten. Und sie trägt halt diese Hose. Die Dance Class finde ich auch eigentlich cool. Nur das Outfit ist nicht meins, deswegen habe ich mir sie geholt. Abby Abominable Fototag. Über sie gibt es nicht so viel zu erzählen. Operator Basic mit den Haaren sowie die Skater. Die habe ich so aufgestellt. Würfelohrringe. Cleo Denial Basic. Ja, über sie gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Ich schwenke jetzt mal rum. Meine riesige Claudine Wolf-Sammlung. Claudine Cappuccino-Ecke. Claudine Todmüde. Claudine Scarus. Und Claudine Sweet 1600. Am coolsten finde ich ja Scarus und Cappuccino-Ecke. Todmüde finde ich auch cool wegen dem dezenten Make-up. Eigentlich finde ich alle voll cool. Deuce Gorgon Scarus. Ja, halt in dem Outfit von den Creative Monster Sets mit dem Gargoyle und dem Vampir. Vladimir heißt er bei mir und Romeo. In seinem Deuce Outfit und das hat er halt der Gargoyle an. Ist halt von Creative Monster die Jungs. Vampir und Gargoyle. Laguna Blue Strand. Finde ich die Haare besonders cool. Und Laguna Blue Rollschuh und Skater. Ja. Jennifer Long. Scarus. Ich mag ihre Haare. Ja, und das ist halt auch ein selbstgestricktes Outfit. Jetzt noch was zu meinen Videos. Wollte ich Spectra Show weiterdrehen.
soll dann halt darum gehen, dass es wieder halt irgendwas mit Vladimir oder mit Jus ist. Bald werde ich auch ein Video machen von meiner Cousine, wird sich inspiriert. Wir haben halt so Monster High gespielt und dann hat sie halt so haben wir halt so gespielt, dass Laguna gedacht hat, dass sie von ihrem Freund Nick betrogen wurde. Das ist halt der Geigerl bei meiner Cousine. Und ja, und dann kam ich auf die Idee, drehen wir doch eine Folge Spectra's Show, falscher Verdacht. Also Spectra's Show 2, falscher Verdacht. Ja. Bis dann irgendwann. Reinhard Dracula 3, immer schön liken, immer in die Kommis schreiben und haltet immer schön die Ohren steif. Danke fürs Gucken.